Willkommen zurück bei Joe & Motors & Engineering. Heute wieder mal mit einem meiner Lieblingsautos, dem Jeep Grand Cherokee. Dieses besondere Exemplar hier ist ein 2018er Modell und steht mit seinen 10.000 Kilometern, die er jetzt gerade runter hat, echt noch da wie neu. Was den aber besonders macht, ist der Teilemix, den wir betrieben haben. Ich mache mal kurz die Haube auf, denn das Auto kam als normaler SRT-Jeep zur Welt, hat also 6,4 Liter Hubraum gehabt, war ein Sauger. Und jetzt ist er nicht nur zwangsbeatmet, wie man ja schon offensichtlich sehen kann, sondern das gute Stück hat die Innereien eines Trackhawk-Motors bekommen. Die Motorgehäuse an sich sind ja sowieso dieselben, also der Gussblock untenrum, wo die Kolben drin laufen, alles, das was Stahl ist, das orangene Teil hier tief drin, das hat dieselbe Teilenummer, ist also identisch zwischen einem Trackhawk und einem SRT-Jeep. Und die Köpfe haben so relativ die gleichen Kanäle und allen drum und dran. Aber das Bohrbild von den Köpfen oben ist ein anderes, weil der Kompressor eine andere Schraubenposition hat beim Trackhawk als die Ansaugbrücke bei dem SRT-Jeep. Deswegen geht das nicht so eins zu eins, dass man hier einen Trackhawk-Kompressor draufsetzt. Aber es gibt ja Kompressoren für die Köpfe vom 6.4er. Also haben wir einen Edelbohr-Kompressor genommen, haben eine K&N-Ansaugung dem Ganzen verpasst, noch einen Edelstahl-Klappenauspuff. Und bis dahin ist es eigentlich ja so, wie wir es bei den 6.4er Jeeps allgemein machen, wenn jemand vorbeikommt und eine Leistungssteigerung haben möchte. Aber dieses Stück ist innen drin, im Motorinneren, komplett Trackhawk oder Hellcat, kann man sich aussuchen. Wir haben also eine andere Kurbelwelle verbaut, andere Pleuel, andere Kolben, haben die Nockenwelle, die Ventilfedern, die Stößelstangen, die Hydrostößel, alles. Also einmal komplett alles das reingebaut, was einen Trackhawk-Motor eigentlich ausmacht. Und somit haben wir die Standfestigkeit eines Trackhawks hier in dem SRT-Jeep untergebracht. Und es muss keiner traurig sein, wenn er keinen Trackhawk abbekommen hat, weil die Dinger werden nicht mehr gebaut. Man kann jeden SRT technisch gesehen zum Trackhawk aufrüsten. Wir haben jetzt erstmal den Kompressor so aufgerüstet, wie wir es normalerweise bei einem 6.4er machen würden. Fahren also auch denselben Ladedruck und dieselbe Luftmenge. Dadurch müssten wir jetzt nicht unbedingt so die Riesenleistung haben. Oder zumindest nicht mehr, als es ein normaler Trackhawk hat. Aber wir haben mit dem Umbau des Motorinneren auf den Trackhawk schon mal den Grundstein gelegt für weitere Leistungsorgien. So, das war der mechanische Teil. Weitaus schwieriger war es, das Ganze programmiert, also elektrisch und softwaretechnisch ans Laufen zu kriegen, weil wir haben ja quasi einen SRT-Jeep mit der ganzen mit der ganzen Elektrikstruktur, die so ein Auto mit sich bringt, und aber die Innereien von einem Trackhawk und einen Kompressor von Edelbrock. Und der Ansporn ist ja immer, dass das Ganze so läuft wie original. Also haben wir aus all den Abstimmungen, die wir schon für verschiedenste Jeeps gebaut haben, hier ein Stück rausgenommen, da ein Stück rausgenommen, dort ein Stück rausgenommen und haben das so zusammen kombiniert, dass am Ende das Ergebnis fährt wie original. Und nicht nur den Motor, sondern auch das Getriebe haben wir angepasst auf die neuen Drehmomentverläufe, als auf all die Eigenschaften, die dieses Paket jetzt hat. Und wie schön das fährt, zeige ich euch gleich. Leistungsmäßig müssten wir eigentlich mit dem Setup, wie es hier verbaut ist, ungefähr auf dem Level liegen, was ein 6.4er SRT-Motor mit demselben Kompressor liefert. Weil der Kompressor an sich ist exakt gleich übersetzt. Wir haben ja den gesamten Riementrieb von unangetastet gelassen. Damit dreht der Kompressor genau gleich schnell und fördert dieselbe Menge Luft in Richtung Motor. Der Motor selbst unten drunter hat gegenüber einem SRT-Motor natürlich viel mehr Haltbarkeit. Das war ja auch das Ziel, dass wir den Motor, dem Auto einen haltbaren Motor verpassen, um im nächsten Schritt mehr Ladedruck fahren zu können. Dazu werden wir wahrscheinlich den Riementrieb upgraden, machen dann einen dickeren, breiteren Riemen drauf. Dazu müssen alle Rollen ja getauscht werden, damit man da statt 6 dann 8 Rippen fahren kann.
werden dann den Ladedruck erhöhen und dann Schritt für Schritt immer mehr Leistung bei dem Auto machen. Aber jetzt momentan mit dem Setup, wie es jetzt ist, dürften wir ungefähr bei derselben Leistung liegen, weil die geführte Luftmenge ist die gleiche. Der Motor hat mit der Trackhawk-Kurbelwelle 200 Kubikzentimeter weniger Hubraum, 6,2 statt 6,4 Liter halt eben. Er hat weniger Verdichtung, was ja auch schlecht für die Leistung ist, aber gut für mehr Ladedruck, weil der Brennraum damit größer wird. Aber die Nockenwelle von so einem Trackhawk ist schärfer. Die hat längere Öffnungszeiten und einen höheren Ventilhub. Und somit ist das leistungsförderlich. Also wir haben zwei Sachen, die dagegen sprechen. Also gegen mehr Leistung, weniger Hubraum und die geringere Verdichtung. Aber die Nockenwelle wird es rausreißen und wird das Ganze, denke ich mal, wieder ausgleichen. Vom Gefühl her, wie das Ganze jetzt fährt, ich denke mal, ihr hört das. Und hier kommt schon wieder mein Lieblingstunnel. Achtung. Phänomenal. Also klangtechnisch, wir kommen gleich noch dazu, ist der hier einer von denen, die durch den Komponentenmix, den wir betrieben haben, einfach mal am phänomenalsten klingt. Der hat ja unseren Klappenauspuff drunter, der ja im offenen Zustand zwei Schalldämpfer drin hat, die einfach den Klang dahin modellieren, wo wir ihn gern haben wollten. Er ist nicht so laut, dass die Eichhörnchen vom Baum fallen, aber er macht so einen schönen American Muscle Sound, so einen schönen Hemi V8 Klang. Einfach cool. Aber wir waren ja jetzt gerade noch stehen geblieben bei dem, wie das Ganze fährt. Und zwar leistungstechnisch, denke ich mal, sind wir jetzt ungefähr auf demselben Niveau wie beim 6.4er Kompressor. Aber wir haben Luft nach oben, das ist das Wichtige und das werden wir demnächst ausnutzen. Trotzdem hängt das Ganze aber so schön am Gas und funktioniert so, als wäre es original. Das ist wirklich, also ich habe ja ein paar Tage in dem Auto zugebracht und habe es hinprogrammiert, Motor, Getriebe, alles Mögliche. Und er fährt einfach wie ein originaler Trackhawk. Man gibt Gas und das Gas spricht so schön an, trotz dessen, dass das ein Trackhawk-Motor in einem Gehäuse von einem SAT mit einem Edelbrock-Kompressor oben drauf ist, ist es wirklich, ihr müsst jetzt echt mal fahren. So, aber jetzt würde ich sagen, lauschen wir erstmal dem Sound und genießen mal ein bisschen V8-Klang. Weil, Achtung, wenn das Auto abtourt, so um die 3000 Umdrehungen rundherum, dann macht er so ein schönes Brabbeln. Toll, oder? Und das Brabbeln kommt ja daher, dass wenn man den Fuß vom Gas nimmt, schaltet ja das Motorsteuergerät den Sprit ab, damit man nicht beim Abtouren sinnlos Sprit einspritzt, weil man will ja sowieso verzögern und das Auto ausrollen lassen. Und das Abschalten von den Einspritzdüsen, diesen Fuel Cut, der dann passiert, oder die Schubabschaltung, wie man es nennt, führt dazu, dass man kurzzeitig ein Gemisch produziert, was nicht mehr zündfähig ist. Das ist also so mager, dass es nicht sich entzünden kann. Deswegen strömt das eigentlich durch in den Krümmer rein. Und wenn sich da genügend Sprit angesammelt hat nach ein paar Umdrehungen, dann zündet er so ungleichmäßig durch. Und dann hört man das als dieses Knallen hinten rein. Und das macht der hier par excellence. Ihr seht, ihr müsst nicht traurig sein, wenn ihr keinen Trackhawk abbekommen habt. So ein SAT-Jeep lässt sich vom Motor her auf Trackhawk umbauen. Und entweder nimmt man die Köpfe noch mit und packt dann einen Trackhawk-Kompressor drauf. Oder wir machen es so wie hier bei dem, dass wir einen Edelbrock-Kompressor oben drauf schrauben. Auf jeden Fall lässt sich das Ganze so abstimmen, als wäre es nie anders gewesen. Und fährt wie original. Und wenn auch ihr euren SAT-Jeep so oder anders umbauen lassen wollt oder eigene Ideen habt, die wir für euch umsetzen können, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns was in die Kommentare, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, drückt den Like-Button, abonniert das Ganze. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.